Sagt ihr, wie viel PS macht es mehr? Ich denke, etwa 595. Wie viele Messungen hast du denn da gemacht? Ist der Motor noch heile? Wie war das so? Schlecht. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um den Audi Quattro. Aber leider nicht unser S3. Es geht um den 500 Euro Quattro. Da kam ja ein Upgrade rein von KM Racing K04001. Ich habe dir vor 2 Wochen nach Mitte gebracht. Wie viel PS haben wir da rausgeholt? Wie viel Newton haben wir? Was machst du denn da? Hab neuen Luftfilter geholt. Meinst du, damit kriegen wir die 1000 PS? Damit kriegen wir die 1000 PS. Das ist denn Liebe mit dir. So Tuning. Kann ich irgendwas machen? Wieso hast du? Hä? Oh, danke schön. Was hast du denn gemacht? Überall dreckig. Wo warst du drinnen? Das Auto. Ich sag mal so um die 500 PS. Nur der Luftfilter. Das ja, jetzt müssen wir auch nicht übertreiben, sonst ist das ja eine perfekte Werbung dafür. Sonst wissen die ja, was du machst hier. Du wechselst ja nur den Luftfilter. Weißt du? Und dann mit jeder einer Tür. Hey, kannst du mal ein bisschen erzählen, was du gemacht hast? Also du hast ja umgebaut, die Düsen, ne? Den Turbolader, ja. Ladungskühler. Luftmassenmesser, genau. Dieses gefräste Teil, ja genau, das haben wir alles angepasst. Ja. Wir haben mal eine Messung gemacht, das machen wir jetzt gleich nochmal. Gucken, was das jetzt mit dem Luftfilter nochmal als i-Tüpfelchen bringt. Da bin ich auch gespannt. Ja, also davor hatten wir 160 PS, war das ungefähr. Guck mal, wie viele Messungen wir hier gemacht haben. Boah, wie viele Messungen hast du denn da gemacht? Ist der Motor noch heile? Das war der vom Anfang, genau. Genau, 155 und ich weiß nicht, irgendwas haben wir, glaube ich, gemacht, dann haben wir noch 168 PS. Auflösung übrigens zu der Software, die war komplett Serie. Ja, das ist die Ausgangsbasis. Lassen genau. Den noch ein bisschen wärmer laufen, der liegt zwar gerade schon ein bisschen, machen wir noch eine Runde. Dann starte ich den mal. Lauf tut dir sehr gut. Wir lassen den warm laufen, ihr seht, Temperatur ist noch normal. Ich kann euch sagen, egal was passiert, an der Software wird es nicht liegen. Das sage ich jetzt schon.
ist das laut. Das ist schon laut, ne? Ja. Und wenn du dann auf einmal bis 220 beschleunigst drauf. Echt? Ja. Wow. Also du musst einen Tacho sehen. Das ist schon krass. Ich weiß nicht, ob man das jetzt im Prüfstand so merkt, aber ich habe das Gefühl so, da fehlt noch was so. So, ich habe ein bisschen mehr erwartet, so, würde ich sagen. Aber ich will jetzt nichts Falsches sagen, weil es ist auch ein Prüfstand. Es ist jetzt keine Werbung für keinen Luftfilter, aber kein Luftfilter ist eigentlich sehr, sehr gut. Ne? Wir haben den hier, das ist irgendwo No-Name. Da habe ich gesagt, okay, dann baust du dir mal keinen Luftfilter ein, weil wir ja auch von KM Racing alles verbaut haben. Habe ich gesagt, KM passt doch, weißt du so? Dann habe ich gesagt, KM. Mamut! Versteck dich nicht. Nein, nein. Ich bin so weit, dass man was zeigen kann. Unsere allererste Messung, ja, wo alles im Arsch war eigentlich. Ich mache mal die Schwächste weg. Ja. Also 168 PS, 231 Newtonmeter hatten wir in der Spitze. Die Kurve sieht natürlich nicht so schön aus, da war ja, ja auch alles kaputt. Ne? Ja, da hatten wir auch ein Problem gehabt, ne, mit dem Turbo. Da wollte er, dann wollte er nicht, dann ist er runtergegangen. Ja, genau. Wobei, das Lustige ist eigentlich, wir haben ja zwei Messungen hier gemacht und dann mal gelegt. Die sind beide eigentlich identisch scheiße. Ja. Also das ist schon krass. Ja. Haben wir uns auch damals schon gewundert gehabt. Das ist die Messung jetzt von heute, die erste Messung. Ja. Die Kurve sieht schon mal deutlich schöner aus. Ich mach das mal weg, da siehst du, also sieht schon deutlich schöner aus. Läuft jetzt wieder einigermaßen rund, ja. Und das ist die zweite Messung von heute, die war ein bisschen stärker. Heftiger das Gaspedal. Genau. Und das war die stärkste von heute. Und das ist die stärkste im Allgemeinen gemessen. Also 11 PS mehr. Also der hat, um es in Zahlen zu nennen, 230 PS hat er hier in der Spitze gemacht. Okay. Und 298 Newtonmeter. 298 Newtonmeter, oh, okay. Genau. Also das sind gegenüber Serie ziemlich genau, also ein bisschen über 50 PS. Und ich glaube 235 haben die Serie. Ne? Ja, da haben wir von diesen 2,7 Biturbo die Werte. Das sind ja auch ungefähr 310 Newton. 230 PS. Die Leistung ist jetzt nicht so schlecht, aber wenn man davon ausgeht, dass sie halt wesentlich mehr versprechen, dann ist das ein bisschen ernüchternd. Also um mal noch ein bisschen zu erzählen, was ich alles gemacht habe, also es kommen vielleicht schnelle Fragen aus, hat er vielleicht Scheiße gebaut oder so. Aber ich will das mal ganz kurz erklären, der ganze Ablauf, also du hast ja alles zusammengebaut, das Auto lief auch soweit, also war jetzt nichts zu verbessern oder so. Ja. Die erste Messung war, glaube ich, also der erste Versuch war, glaube ich, sogar unter 200 PS, ich weiß nicht mehr genau, aber daraufhin habe ich dann die Druckdose abgedrückt, die hat halt bei 0,3 bar geöffnet ungefähr, ist auch okay, ich glaube sogar war ein bisschen drüber, 0,35 oder sowas. Okay. Die habe ich dann noch ein bisschen stärker gestellt, also dieses Gestänge bis ganz zum Anschlag gestellt, ja, dann waren wir so bei 0,5 bar etwa. Also dann holt man natürlich oben raus noch ein bisschen mehr Laddruck raus. Mhm. Das hat auch geklappt, also wir hatten dann deutlich mehr Leistung, also ich glaube so 30 PS waren es ungefähr. Ja. Also wir hatten so ein bisschen unter 200, wenn ich es richtig im Kopf habe. Schon eine Woche her, ich bin alt. Ja. Aber hat auf jeden Fall was gebracht dann noch. Aber jetzt sind wir halt am Ende, ne? Das Gestänge bewegt sich gar nicht mehr, das Racegate ist komplett zu. Ist zu. Und macht halt knapp über ein bar Laddruck, also ganz knapp. Bis zum Drehzahlbegrenzer. Was jetzt für diesen Turbolader auch nicht so ein schlechter Wert ist. Also ein Serien Canon 401 macht nicht wesentlich mehr. Die Downpipe und Abgasanlage ist ja Serie. Also Mitteltop, Endtop ist S3, original. Also schon größer, und ein Zellencut, 3 Zoll Downpipe. Das ist jetzt nicht Serie. Nein, also eigentlich sind alle Voraussetzungen geschaffen, um mehr Leistung fahren zu können. Ja. S3 Abgasanlage. Die haben das ja, der BRM hat ja 225 schon Serie. Ne? Genau, deswegen. Die haben das Serie schon 225. Ja. Wahnsinn, wie ruhig dieses Auto läuft. Bei 340.000. Aber jetzt Softwareoptimierung. Also was der Mitje hier rausholt, das ist Wahnsinn, ehrlich. Also echt Hut ab, super abgestimmt. Mitje, ehrlich, hier nochmal Props an dich. Geil, macht Spaß. Hi euch, grüß dich. Hi Noni. Alter, du weißt nicht, wie viel PS wir haben. Nein. Ich habe es dir nicht gesagt. Wir beschleunigen jetzt gleich mit dem zweiten, ein bisschen mit dem dritten. Und du sagst mir, was du schätzt, wie viel PS wir haben. Okay. Okay, Newton brauchst du nicht. Ich sag nur PS. Okay. Okay? Wie war das so? Nicht schlecht. Wie der selber. Vorher gefahren ist. Du weißt das. Genau. Aber vorher und jetzt kannst du gar nicht vergleichen.
Nein. Das ist safe. Das ist safe, ja. Ja. Also, wie viel PS? Ich würde sagen, so irgendwas mit 230 PS oder so, vielleicht? Ja, das ist richtig getippt. Wir haben 230 PS. Aber krass. Echt? Ja. Also, ich nicht bin jetzt... Nicht mehr? Also, ich wusste das ich richtig, wollte, ich ne? wollte... Also, ich wollte eigentlich gering halten, ganz ehrlich. Okay, das wollte ich nur von dir wissen. Ja, aber habe ich ja gut geschätzt dann, oder? Ja, ich bin auch baff. Also, ich habe auch jetzt gedacht, ey, hast du Kontakt zu Mitty oder was? Ich habe ihn angerufen. Ich muss hier ein bisschen neutral sein. Ich muss jetzt hier einmal KN Racing danken. Alles, was wir hier eingebaut haben, mit den Ladeluftkühler, mit den Düsen, mit dem Turbo, mit der Domepipe, alles drum dran, hat KN Racing zur Verfügung gestellt. Und ich bin so ein Mensch, ja, wenn einer mir irgendwie hilft, kann ich es auch nicht schlecht reden. Nur die versprochenen 300 PS haben wir leider nicht erreicht. Wir haben 300 Newton, 230 PS, es ist Fakt. Es ist da. Trotzdem muss ich sagen, das Ding macht Spaß. Ich muss es sagen, wir reden von 230 PS. Davor hatten wir 160 PS. Wir haben 70 PS draufgekriegt. Gute 70, 80 Newton mehr gekriegt. PS ist mir nicht so wichtig, habe ich auch davor gesagt. Newton ist mir wichtig. Da ist er ein bisschen tief, muss ich sagen. Der Turbolader sieht geil aus. Es ist orange, steht Kfz-Fuzzi drauf. Deswegen, ich würde es so nicht ändern. Was mir an dieser ganzen Geschichte nicht gefallen hat, diesen Ansaugschlauch werde ich safe wechseln. Der gefällt mir überhaupt nicht. Da habe ich aber mit Jürgen auch geredet. Ich habe gesagt, Jürgen, es macht wenig Sinn, wenn wir, ich sag mal, einen 60er Durchmesser haben und dann das Ganze auf 50 reduzieren und dann den Ansaugschlauch drauf machen. Habe ich gesagt, das bringt einfach nichts. Wird dieser Stützen erstmal rauskommen und wir werden erstmal einen Ansaugschlauch nehmen, der genau drauf passt und dann nicht so verengt wird. Das ist das Einzige, was mir echt nicht gefallen hat. Die ganze Ansaugung. Sonst, Ladeluftkühler, brutal. Okay, die Domepipe hat nicht gepasst, die habe ich selber gemacht, aber auch brutal. Ich bedanke mich nochmal an KN Racing, dass sie den ganzen Projekt hier unterstützt haben. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Krass, die haben mir echt alles zur Verfügung gestellt. Wenn irgendwas gefehlt hat oder wenn ich was brauchte, angerufen, die haben mir das sofort geschickt. Da muss ich denen sagen, richtig hammergeile Firma. Muss man den auch sagen und muss man den auch gönnen. Und ganz ehrlich, ich fahre lieber mit 230 PS, mit 300 Newton. Ist okay, ich brauche kein Rennauto. Und wenn, dann haben wir andere Geschütze. Da werden wir auf jeden Fall noch ein paar Sachen machen an diesem Auto, aber dazu kommen wir. So, für die Leute, die noch dran geblieben, verlose ich einmal einen kleinen Steckschlüsselsatz. So sieht das Ganze aus. Ja. Vielleicht kann das der ein oder andere gebrauchen. Das Ganze verlose ich in diesem Video. Dazu habt ihr noch so eine Wanduhr, die ihr ja, aufhängen könnt. Was müsst ihr dafür machen? Ganz einfach. Wer hat mir die ganzen Sachen zur Verfügung gestellt? Einfach Hashtag die Firma, die mir das zur Verfügung gestellt hat. So, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund.